Die letzte Nacht war eine traurige Nacht für die Familie und Fans von Sängerin Kerstin Ott. Ersten Informationen zufolge ertrank Kerstin im Schwimmbad seines Hauses in Hamburg. Obwohl Kerstin von Verwandten entdeckt wurde und Auferstehungstechniken anwendete, verstarb sie nicht lange danach. Der plötzliche Abgang der Sängerin Kerstin Ott hat Fans und Kollegen in der Unterhaltungsbranche schockiert. Er gilt als einer der bekanntesten deutschen Sänger mit vielen beliebten Hits wie »Die immer lacht« oder »Regenbogenfarben«. Kerstin Otts Karriere begann schon sehr früh. Als er jung war, stellte er sein Talent unter Beweis und gewann viele Auszeichnungen bei Musikwettbewerben. Auch die Fans von Kerstin Ott teilen ihre Trauer mit seiner Familie und sprechen viele Gebete und Beileidsbekundungen aus. Viele Menschen haben sich an die Erinnerungen und Emotionen erinnert, die seine Musik in ihnen hervorrief. Inmitten der Trauer fand die Beerdigung von Kerstin Ott im kleinen Rahmen statt, an der nur Verwandte und enge Freunde teilnahmen. Obwohl es keinen großen Andrang gab, löste Kerstin Otts Abgang bei vielen Menschen dennoch Verlust und Bedauern aus. Vor ihrem Tod war Kerstin Ott noch in der Unterhaltungsbranche aktiv und bereitete sich auf neue Musikprojekte vor. Sein Abgang hat eine Lücke hinterlassen, die für die deutsche Musik und ihre Fans nur schwer zu schließen ist. Wir alle hoffen, dass der Geist und die Lieder von Kerstin Ott in den Köpfen und Herzen der Fans weiterleben. Röst diagnostiziert, Kerstin Ott hatte Schmerzen und brach im Krankenhaus in Tränen aus. Wir kommen auf unseren Promi-News-Kanal heute. Kerstin Ott ist eine deutsche Sängerin, Songwriterin, Gitarristin und DJ. Sie ist vor allem für ihren Song »Die immer lacht« bekannt, der vom deutschen Design- und Produktionsteam Stereo 8 remixed wurde. Als Kerstin Ott das hörte, war sie ganz aufgeregt. Sie schreibt, dass sie der Diagnose eines kleinen Privatkrankenhauses nicht traue. Sie sagte auch, dass die Diagnose falsch war, weil der Arzt nach einem langen Arbeitstag zu müde war. Sie können nur eine Verdauungsstörung oder Magenblutungen durch unregelmäßiges Essen haben. Krebs könnte es nicht gewesen sein. Einige Tage später, als sich ihre Stimmung stabilisiert hatte, akzeptierte sie auch, dass sie tatsächlich Krebs hatte. Ihre Symptome von Bauchschmerzen, besonders nachdem sie mit dem Essen fertig war, beunruhigten die ganzen Familien. Wir erfuhren, dass die intensiven Tests zeigten, dass sich ihr Magenkrebs sogar im Anfangsstadium befand. Sie brach direkt im Krankenhaus in Tränen aus. Um den Krebs zu behandeln, mussten erst 2/3 ihres Magens entfernen. Obwohl die Operation erfolgreicher war als erwartet, bedeutet dies nicht, dass ihr Leben garantiert ist. Ihr Kampf gegen den Magenkrebs muss noch lange dauern. Und das Risiko eines erneuten Auftretens im verbleibenden Magen ist ebenfalls eine große Sorge, die nicht ignoriert werden darf. Ich hoffe, dass Kerstin Ott so wird, wie sie es sich gewünscht, im letzten Teil ihres Lebens bei ihrer Familie zu sein. Meine News für heute sind vorbei. Vergiss nicht, mein Video zu liken und deinen Freunden zu teilen, die es lieben, wann immer du willst.